Ich komme mir so ein bisschen vor wie die blaue Elise hier, blau auf blau. Rollt ein Sturm heran? Ja, das tut er definitiv. Aber wie stark wird er werden? Das schauen wir uns an. Und wir stellen uns auch die Frage mit dem Schnee und den Niederschlägen. Grüße Sie und grüße euch. Wir blicken damit durch den März. Der wird ziemlich rau werden. Und das ist ganz kurz vorweggenommen das, was an Windgeschwindigkeiten nach dem europäischen EZMWF-Modell berechnet wird in Kilometer pro Stunde am Donnerstag. Im Nordwesten verbreitet 100 bis 120 Kilometer pro Stunde, nach dem amerikanischen GFS-Modell 80 bis 120 Kilometer pro Stunde. Die 120 hätten wir auf der See. Da steigen wir gleich tiefer ein. Jetzt erst einmal der Blick auf den Wochenbeginn. Da haben wir noch eine ruhige Wetterlage. Wir liegen unter dem Hoch. Die Isobarendrängung, das heißt die liniengleichen Luftdrucks, klaffen sehr weit auseinander. Und wenn Wind stattfindet, findet das bei einer starken Isobarendrängung statt. Also, wir haben wenig Wind und in der Nähe die sehr kalte Luft, die uns in 1500 Meter Höhe im Nordosten streift. Ist eher so ein klammkaltes bis klammkühles Wetter mit ein bisschen Regen und Schnee. Und dann kommt Musik und richtig Stimmung in die Atmosphäre. Dieses Tief wird sich zu einem Sturmtief entwickeln und nach dem amerikanischen, europäischen EZMWF-Modell liegt es dann zwischen Island und den britischen Inseln mit seinem Kern. Und das Windfeld, also die Isobaren, wenn sie ganz stark gedrängt sind, zieht auf Mitteleuropa zu. Diese Linie ist der Jetstream. Ein Schnellläufer, das haben wir gestern ausführlich besprochen, wird derzeit nicht berechnet. Die Luftmassen werden aber gemischt und entsprechend haben wir einerseits den Warmluftsektor, in den wir reinkommen, und dahinter folgt die Kaltfront. Das bringt dann eben dieses richtige Bimbamborium. Das amerikanische GFS-Modell zeigt die Lage des Tiefs ähnlich. Das Windfeld allerdings ein bisschen flacher, dann zu uns reinziehend, aber auch eine starke Isobarendrängung, auch mit den milden Luftmassen im Vorfeld und rückseitig die kalten Luftmassen. Wenn wir hier hinschauen, minus 35 Grad beispielsweise in 5,5 Kilometer Höhe, da kommt Höhenkaltluft hereingezogen und macht das Ganze unruhig. Und hier in 1500 Meter Höhe der Warmluftsektor, dann kommt die Kaltfront herangezogen. Und wenn wir mal reinzoomen, wir müssen das erst einmal sortieren, sind das nicht gewohnt, diese Karte sofort zu sehen. Hier sehen wir die deutsche Küste, hier unten haben wir den Alpenrand, Österreich und die Schweiz und die einzelnen Bundesländer. Diese Linien hier, das sind die Isobaren und die liegen ganz, ganz eng aneinander. Das heißt, es ist ziemlich windig. Zeichnen wir hier die Kaltfront ein und da sehen wir hier so Wellen. Das ist diese Ruppigkeit, die da aufkommt im Vorfeld der Kaltfront. Das kennt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel mal in der Badewanne seid oder auf einem See und ihr schiebt das Wasser, da kommen ja auch so Wellen. Und das passiert hier genauso. Normalerweise, oder es ist in der Regel so, dass der Wind im Warmluftsektor gleichmäßig ist, aber er bekommt dann diese wellenförmige Böigkeit kurz vor der Kaltfront. Wenn wir in 5,5 Kilometer Höhe hinschauen, dann sind hier die Temperaturen, die wir da sehen, in 5,5 Kilometer Höhe, die gehen zurück, da kommt Höhenkaltluft ins Spiel. Vor der Kaltfront der gleichmäßige Wind, hinter der Kaltfront der ruppige Wind. Wenn dann durch Schauer und Gewitter die Höhenkaltluft nach unten durchmischt wird, gibt es die sogenannten Fallwinde, die Downbursts, die das Ganze so gefährlich machen. Im Warmluftsektor haben wir 70 bis 90 Kilometer pro Stunde Spitzenböen, dahinter 80 bis 120 Kilometer pro Stunde. Das haben wir schon eingangs gesehen. Gehen wir nochmal auf den Wind ein, den Mittelwind in 1,5 Kilometer Höhe, also in 1500 Meter Höhe. Das ist hier der Wind und das sind die Windstärken 10, 11, 12, 13, es geht sogar noch weiter rauf. Das heißt, hier haben wir volle Lotte Orkan in der Höhe. Und hier haben wir auch die höchsten Windgeschwindigkeiten am Boden. In so Schauern und Gewittern kann es kurz mal sein, dass der Höhenwind runter durchmischt wird bis zum Boden. Dadurch kommen eben diese schweren Sturm- und Orkanböen zustande. Es wird am Donnerstag im Nordwesten sehr, sehr ruppig werden. Überprüfen wir das Ganze noch anhand der Ensembles. Das ist der Donnerstag, das Sturmfeld. Diese Linien hier, das Weiße ist das Mittel aller Modellberechnungen in Sachen Spitzenböen und das Grüne, das, was wir gerade angeschaut haben, der sogenannte Hauptlauf, der ist relativ weit oben. Es sind aber noch einige dabei, die gehen mit den Peaks weiter hoch. Zum Beispiel auch das europäische EZMWF-Modell liegt noch ganz weit oben. Das bedeutet, die Karten, die wir eben gesehen haben, sind schon im oberen Drittel dessen, was möglich sein wird, sehr unruhig.
Luft ist noch nach unten, aber eins ist klar, es wird einen unruhigen Donnerstag geben. Durchatmen. Schauen wir uns danach die Wetterlage an. Es wird um den Donnerstag herum auch windig und wechselhaft sein. Nasskalt mit Regen, Schnee und Graupelschauern. Es sind auch Gewitter dabei. Und das europäische EZMWF-Modell macht dann in 10 Tagen am 16. eher eine winterliche Lage mit seinem Hauptlauf. Wenn von Nordosten wieder Kaltluft herankommt mit minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe, das Ganze wird gegen die Alpen gedrückt. Da wird es immer wieder Schneefälle geben, im Tiefland auch Schneeregen. Das amerikanische GFS-Modell macht die Wetterlage ähnlich. Auch hier kommt eine kalte Lage auf uns zu. Im Südwesten ist es noch mild. Von Nordosten kommt die Polarluft hereingezogen und macht es dann nochmal spätwinterlich. Das sind die beiden Hauptläufe der jeweiligen Modelle. Wenn wir uns jetzt das Mittel der Modelle anschauen, zeigt das europäische EZMWF-Modell das nochmal genau so, dass wir eine kalte Nord- bis Nordostlage bekommen, wo es nochmal spätwinterlich werden würde. Das ganze System ist so angelegt, dass es dann nasskalt wird. Das amerikanische GFS-Modell macht das nicht so. Das zeigt das ganze kalte System hier weiter im Nordosten und viel zu schwach von Südwesten her versucht es, die mildere Luft zu uns zu kommen. Da stehen sich die Modelle also wieder einmal gegenüber und wir müssen da abwarten, wie es mittelfristig weitergeht. Und so ist das amerikanische GFS-Modell in Sachen Schnee in den nächsten 10 Tagen relativ moderat, bringt in den Mittelgebirgen 5 bis 10, im Schwarzwald 15 cm Schnee, auch am Alpenrand, natürlich in den Alpen, in den Hochlagen wird es viel, viel mehr sein. Da kommt ja all das Gedöns, was jetzt in den nächsten Tagen runterkommt an Regen, hier oben als Schnee. Aber wir wollen uns ja anschauen, wo wir wohnen. Die wenigsten wohnen ja oberhalb von 1500 Meter Höhe. Das europäische EZMWF-Modell macht hingegen fast überall in Deutschland nochmal eine geschlossene Schneedecke mit 1 bis 10 cm Schnee, in den Mittelgebirgen 10 bis 45 cm Schnee, ebenso in Alpennähe, in den Hochlagen der Alpen natürlich auch mehr, weil da eben eine andere Wetterlage dahinter steckt, die kälter ist und von Norden und Nordosten her auch niederschlagsreicher, schneereicher. Das staut sich dann an den Bergen. Und so sieht es dann auch in den Niederschlagssignalen aus. Das amerikanische GFS-Modell ist eher atlantisch geprägt, brächte uns von Westen und Nordwesten ausreichend und ergiebigen Regen. 30 bis 70 Liter wären es im Westen, am Südrand der Mittelgebirge und im Nordosten 15 bis 30 Liter auf den Quadratmeter und vom Schwarzwald bis an den Alpenrand 40 bis 80. Das europäische EZMWF-Modell hat ja eine andere Wetterlage auf Lager, die eher so von Norden und Nordosten geprägt ist. Das heißt, die Niederschläge sind wesentlich ausgeglichener, nicht so extrem unterschiedlich und liegen verbreitet bei 20 bis 60 Liter auf den Quadratmeter Niederschlag. Da können wir also festhalten, beide Modelle sind in der nächsten Zeit ziemlich nass und bringen zum Teil sogar das Monatssoll innerhalb von 10 Tagen in Sachen Niederschlag. Dazu ist es windig, rau, der März hat damit überhaupt nichts Frühlingshaftes. Und das haben wir heute Morgen im Frühwetter nicht gemacht und das möchte ich noch nachholen. Kurz der CFS-Blick in den April und da hat sich nichts geändert. Wir haben weiterhin das Tief, das Hoch auf dem Atlantik, das Tief südöstlich von uns mit einer eher nördlichen Strömung, teils Nordwest, teils Nordost und entsprechend kalten Temperaturen von um und unter 0 Grad, gemittelt über den ganzen Monat in 1500 Meter Höhe, was nichts anderes heißt als klassisches Aprilwetter.